Moin Leute, hier ist wieder euer Michael. Es geht weiter mit der Baureihe 01, der Dampflok mit Schlepptender Ausgabe 3. Dort schrauben wir heute mal an den ersten Radsatz rum. Und ich dachte mir einfach mal, wir machen mal ein paar Kurznews, was die Dampflok im Allgemeinen betrifft. Die Streckennetze der Bundesbahn. Stand 31.12.1919. Das Bundesland und Streckennetz in Kilometer. Baden 1899. Bayern 8.526 Kilometer, Hessen 1.307 Kilometer, Mecklenburg-Schwerin 1.177 Kilometer, Oldenburg 681 Kilometer, Preußen 34.443.000 Kilometer, Sachsen 3.370 Kilometer, Württemberg 2.156 Kilometer und Gesamtnetz der Strecke 53.559 Kilometer. Weiter geht's mit einem News. Die Lokomotivbestände der Länderbahn stand 31.12.1919. Bahnverwaltung und Anzahl der Loks. Badische Staatseisenbahn 941 Loks. Bayerische Staatsbahnen 2672 Loks, Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn 243 Loks, Oldenburgische Eisenbahnen 260 Loks, Preußische Staatseisenbahnverwaltung 26.148 Loks, Sächsische Staatseisenbahnen 1743 Loks, Württembergische Staatseisenbahnen 855 Loks. Gesamt sind das dann 32.862 Loks. Dann kommen wir zu den letzten News. Der Davis-Plan. Denke mal, so wird er ausgesprochen. Ab 1924 musste die Reichsbahn enorme Gewinne erwirtschaften und war daher gezwungen, ihre Kosten zu senken. Der Grund, das Deutsche Reich hatte seine Staatsbahn mit der Annahme des Davis-Planes, benannt nach dem US-politischen Charles Gates Davis, zur Begleichung der im Versailler Vertrag festgelegten Reparationszahlungen gepfändet und in die privatrechtliche Organisation der Deutschen Reichsbahngesellschaft DRG umgewandelt. Bereits im Geschäftsjahr 1924-25 musste diese einen Gewinn von 330 Millionen Reichsmark an die Bank für die internationale Zahlungsausgleich in Basel überweisen. Bis 1927-28 stieg diese Summe auf 660 Millionen Reichsmark an. Während der Weltwirtschaftskrise geriet auch die DRG in ernste finanzielle Schwierigkeiten, da ihre Einnahmen um über 40% einbrachen. Ihre Zahlungsverpflichtungen wurden 1930 durch eine sogenannte Reparationssteuer ersetzt, ein Jahr später sogar ganz aufgehoben. Ja, das würde ich einfach mal sagen, war die News. Die Kurznews, ihr könnt ja schreiben, ob das so weitermachen soll oder ob ihr das lieber nicht haben wollt. Sind nur kurze News. Wenn die vorhanden sind, werde ich die auf jeden Fall weitermachen. Wenn ihr damit einverstanden seid, ansonsten lasse ich es, sagt einfach Bescheid. Schreibt das runter in den Kommentaren. So, jetzt haben wir lange genug rumgeredet. Jetzt können wir endlich mal loslegen. Und zwar der erste Radsatz. Da haben wir hier erstmal ein wunderschönes Radsatz hier. Auch aus Metall. Sehr schön gemacht, alles eloxiert und der Laufring sehr schön glatt gemacht. Das geht auch für die zweite Ausgabe. Sehr schön gemacht. Kein Kratzer drin, sehr edel gemacht. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin ja normalerweise nicht der Eisenbahn-Fan in dem Sinne. Aber mir gefällt das. Hier haben wir sogar noch was aufgedruckt auf diesen Rad, kann ich leider nicht lesen. Ich hole mal meine Lupe zurecht. Mal gucken, vielleicht kann man aber lesen, was da drauf steht. Oh, schwierig zu erkennen. Schwierig zu erkennen. Also ich kann es nicht erkennen. Trotz Lupe. Ah. Wer weiß, was drauf steht, kann gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Und ja, dann wissen wir da alle rüber auch Bescheid. Gut, wir haben als nächstes, wie gesagt, jetzt haben wir erstmal zwei Laufräder. Dann haben wir hier zwei schöne Messingbuchsen.
Also ich muss sagen, dass es echt mal toll ist, mit Messingbuchsen zu arbeiten, alles aus Metall, sehr edel gemacht. Dann haben wir hier zwei, ich glaube, ich habe nicht reingeguckt, aber ich glaube, das heißen Schubstangen. Wir gucken gleich mal rein. Heißen die Dinger so? 3G sind das. 3G heißt rechte Koppelstange. Und 3J ist dann logischerweise linke Koppelstange. Also sind Koppelstangen. Die sind auch aus Metall. Auch sehr schön verarbeitet. Dann haben wir hier noch 3H. 3H ist linker Deckel der Oberflächenvorwärmung. Aha, eine Oberflächenvorwärmung. Gut, dann nehmen wir das mal so hin. Dann haben wir hier noch einen Schlauch. Und hier haben wir dann noch zwei Achsen, gehe ich mal davon aus. Haben wir das hier 3i, 3i, zwei Kugelzapfen. Kugelzapfen nennen die sich. Okay. Dann haben wir hier noch ein Kunststoffteil. 3F, das ist die Achse, nennt sich das. Und natürlich haben wir hier wieder ein paar Schrauben. Das sind CP-Schrauben und wieder ein paar E-Clips. Mal gucken, wie wir die rankriegen. So, ja, wir fangen jetzt noch mal an, weil ich nämlich den Zapfen verkehrt rum drin hatte. Tut mir leid, aber so rum ist jetzt doch richtig. Und dann erklärt sich das auch, warum das denn besser funktioniert. Jetzt probieren wir das Ganze noch mal. Machen wir es mal rum, weil logischerweise müssen die Dinger ja außerhalb sitzen und nicht innerhalb. Ich hatte mich schon gewundert, warum das nicht richtig funktionierte. Wo habe ich jetzt den? Da. Jetzt den Clip dazu. Jetzt müsste das ja rein theoretisch. Oh, es funktioniert so ja. Hält das auch? Ja, das hält auch. Und das geht auch ganz einfach jetzt, wenn man das richtig macht. Ich habe mich da irgendwie komplett verleiten lassen. Aber gut. Jetzt ist das so, mein Fehler von innen nach außen und dann passt das auch. So, weiter geht es jetzt mit einem von dieser Buchse hier, mit diesem, wie hieß es, was haben wir gesagt, Kugelzapfen, Zapfen. Der kommt jetzt hier mit rüber. Mit der Buchse. So, genau. Bitte mal drüber und dann kommt hier wieder ein C-Ring rauf. Gucken, ob wir das damit hinkriegen wieder. Jetzt hat es funktioniert. Zum ersten Mal. Oh. Also so muss das dann funktionieren. Scheint so. Gut, dann probieren wir das jetzt mit dem anderen. So, ja, also mir ist schon mal wieder einer abhanden gekommen von diesen Ringen hier. Deswegen sind heute auch so viele Schnitte drin. Jetzt müssen wir noch die Achse nehmen. Wir haben hier noch die Achse. Die wird hier rüber gestülpt. So wie ich das sehe. Befestigen, nee, jetzt mache ich genau hier. Über das rote Teil, richtig, das Außen. Setzen Sie die Achse mit sanftem Druck bis zum Anschlag auf den roten Zapfen an der Innenseite des Rades. Auf der anderen Seite der Achse wird der innere rote Zapfen vom Rad 3C eingefügt, wie im Pfeil angedeutet. Aha, mit leichtem Druck bis zum Anschlag. Okay. Sache mit dem Anschlag. Ah, hier ist Anschlag. Haben wir jetzt richtig gemacht? Jetzt mit den Schrauben, denke ich mal nach oben. Bis Anschlag. Haben wir gemacht. Die beide unterschiedlich hier sind. Also, wie ich das sehe, eins ist oben, eins ist im. Sind so richtig? Die so unterschiedlich sind oder müssen die? Nö. Sieht zumindest so aus. Dass das so, wenn ich das jetzt umdrehe, der eine Zapfen so, der andere Zapfen so. Nehmen das noch mal auseinander.
Ah, die passen gar nicht anders. Ich sehe gerade. Die haben hier, wie gesagt, auch so eine Nutdranne. Und daher passt das nur so zusammen. Okay, dann scheint das wohl so richtig zu sein. Und das Ganze wird jetzt fixiert mit CP-Schrauben, mit zwei Stück. So. Das war daneben. So, fixiert. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das dann scheint auf jeden Fall so zu laufen. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das alles so richtig ist. So, ja, dann haben wir das erstmal durch mit ein bisschen Hindernissen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen rüberbringen. War viel geschnitten drin, weil viel passiert ist. E-Clips weggesprungen und alle so eine Sachen, viel gesucht. Aber doch noch zusammengekriegt. Sieht ganz gut aus. Mal gucken, wie sich das hier vonstatten weitergeht. Mit den ganzen C-Clipsen-Ringen. Mal sehen. Ja, wie gesagt, wenn euch die News, die Kurznews, mehr gibt es, möchte ich da nicht machen, weil ich denke mal einfach zu lang ist. Ja, ob euch die Kurznews gefallen haben, ob ich das weitermachen soll, schreibt einfach in den Kommentaren rein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.